Hi Leute, Helden und Vorbilder. Helden werden ja heutzutage überall in der Gesellschaft gesucht oder irgendwelche Leute vergöttert und da in den Himmel gehoben. Und ja, ich denke, das birgt einen Haufen Gefahren und man sollte sich eher mal wieder dazu hin entwickeln, dass man mehr Vorbilder sieht, dass man in den Leuten zwar die guten Eigenschaften sich abschauen kann, aber nicht so eine Unfehlbarkeit irgendwie erwartet, von denen da oben dann irgendwie erwartet, dass sie das leben würden und perfekt sein würden. Es sind alles nur Menschen und diese, was weiß ich, Gurus und Vergötterung ist, denke ich, kann ein großes Hindernis sein einfach. Und man sollte mehr wieder schauen, dass man einfach Leute respektiert und auch sieht, dass es auch nur Menschen sind. Und von allem wieder lernen kann und nicht nur, was weiß ich, sagen, ey, das ist ein Kind, was soll ich von einem Kind lernen? Das Kind, das lernt vielleicht noch viel mehr als du, weil es einfach unbefangen an die Sachen rangeht und weil es genau nicht mit diesem Sichtweise an die Sachen rangeht, dass es meint, puh, weil der das und das macht, weil er dieser oder jener Typ ist, weil er jünger ist und deswegen kann er mir nichts beibringen und ich mache den Sport schon länger und deswegen kann er mir da nichts zeigen. Nee, du kannst dir von jedem was abschauen. Du kannst von einem Stein was lernen, du kannst von einer Pflanze was lernen, wenn du dir die Prinzipien in der Natur abschaust. Du kannst von allem was lernen. Und ich denke, man sollte Sachen nicht zu sehr in den Himmel heben und dann eine Unfehlbarkeit von irgendwelchen Leuten mit Promi-Stand oder was auch immer von irgendwelchen Fußballern oder anderen Leuten erwarten. Und ja, einfach mehr wieder dahin kommt, dass man Vorbilder hat und dass man mehr dahin kommt, dass man selber wieder lebt und nicht diese ganze Fankultur, das ist zwar ganz nett, aber nicht dann in Fanatismus umschwanken. Und ja, das ist, denke ich, ein recht wichtiges Thema. Ja. Peace.